ves el riesgo de quizás querer demasiado después de la última racha o después de la reunión interna que tuviste después del partido del Hamburgo? ¿Existe el peligro de salir sobremotivados y de esta manera encajar algún contraataque? Ich denke nicht, dass wir hier ins offene Messer rennen. Wir sind schon bewusst, was die Mannschaft kann und auch was wir natürlich können. Ich denke, wir müssen einfach wieder unsere Kompaktheit finden. Wenn wir kompakt stehen und die Spielsicherheit dadurch auch wieder ein bisschen gewinnen, die Abstände stimmen, dann rennen wir nicht ins offene Messer, aber können trotzdem selbstbewusst und mit viel Leidenschaft auftreten. Das ist einfach unser Ziel, dass wir über die Kompaktheit einfach kommen. Und ich denke nicht, dass jetzt jemand überpäst. Wir natürlich sind wir hoch motiviert und wollen natürlich auch jeder zeigen, was er kann. Das ist für viele, oder nicht, das ist schon für viele auch das erste Champions League-Spiel. Und deswegen schon was Besonderes. Aber ich habe keine Angst, dass wir überpäsen, sondern dass wir einfach kompakt stehen und über unser spielerisches Können, was wir definitiv haben, was wir letzte Saison gezeigt haben, auch jetzt wieder kommen und weiter damit auch spielen. Nosotros somos conscientes de lo que pueden jugar ellos, y nosotros mismos. Será muy importante que juguemos bien colocados sobre el terreno de juego, que las distancias entre sus jugadores sean las justas, jugar compactos. Nosotros salimos muy motivados y con autoconfianza. Para muchos será el primer partido que juegan en su carrera en la Champions League, pero no me temo para nada que salgamos súper motivados.